Wir sind hier zusammengekommen. Was sagst du dazu? Genau. Also, du meinst, mir ist dass die Köpfe hier drin sind. Wir so jetzt! Ich bin Jurich! Also du Salala. Und ich, wir machen, warum, schau, diese Kamera hat einen Bildschirm, genau deswegen. Genau. Also du und ich machen das Making-of. Wir machen ein Hinter-den-Kulissen-Video, weil er weiß nicht, was ein Making-of ist. Wir filmen den ganzen Tag mit bei Gabi Anos und Sigrid Marie-Lies. machen wir ein Making-of-Video über den ganzen Tag. Wir schicken dann den Kevin die Rechnung. Ja, genau. Unter 500 die Stunde geht da mal gar nichts. Ja, 1000 Euro Tagessatz habe ich auch. Tagessatz, 1000 Euro, das ist auch ein bisschen wenig. Sehr wenig, aber nein, ist okay. Hallo. Für das, was wir leisten hier heute. Jetzt habe ich schon wieder die Kamera umgebracht. Ja, wir sind ein professionelles Making-of-Team, wie man sieht. Jetzt gehöre ich dazu, offiziell. Elisa Buch im Saal ist morgen eine Hochzeit und die wollten da gerade alles vorbereiten. Und ja, wir drehen heute den ganzen Tag Video. Das wird noch spannend. Martin in seinem Element. Für was bist du zuständig? Ich bin heute nur der Megafonhalter. Nein, ich bin der Kameramann für heute und bin mega stolz drauf. Freue mich tierisch drauf. Schon sehr, sehr gespannt. So, als hätten wir Ahnung und planen irgendwas, weil sind wir noch auf Instagram, Bitches. Yes. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr macht das alles super. Also, wurde es was zählt. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Kevin Kaufmann, alias Gaupiano, und ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass jeder einzelne von euch dasteht. Es kommt wirklich von Herzen, ich bin sehr berührt, dass wirklich jeder sich die Zeit nimmt, an dem Tag teilzunehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, also verzeiht mir, wenn ich irgendeinen Blödsinn jetzt erzähle. Ich werde aber euch jetzt ganz kurz den Ablauf erklären. Ja? Wenn es irgendetwas gibt, Jennifer hat alles im Blick. Also ruhig, sie beißt auch nicht immer. Ja? Verantwortlich für Szene 2 und für Szene 1. Für Szene 6. Okay, das heißt, da ist das Rest zuständig. Es wird Tote geben. Was sagst du dazu? Ich freue mich wirklich, was daraus wird, und es wird top, mega. Wir haben jetzt 9.10 Uhr. Alles voll im Gang.
Ehefrau, ja? Die Freifrau von oder Gräfin oder ich bin eine Gräfin. Ja, warte, wie findest du dein Outfit? Es ist ein Träumchen. Also wir drehen jetzt die allererste Szene vom Set und werden jetzt mal die Kameraeinstellungen ja beachten und schauen, ob das so passt. Also wir fangen dann mit Drohnenaufnahmen und dann mit Bodenaufnahmen. Wir haben da schon einige tolle Darsteller, die ja einfach ein paar Impressionen geben für die Musik. Ich bin gespannt. War Klaus noch nicht? Ja? Darf ich was vorlesen? Wir sind hier zusammengekommen, um eine wunderbare Musik mit ganz tollen Darstellern in Szene zu setzen. Und dafür haben wir uns ganz toll gewandelt. Hoffentlich der Zeit entsprechend, man möge uns verzeihen, wenn es nicht passt. Aber das Ergebnis wird sicher super werden, weil der Kevin ist ein ganz ein Tüchtiger. Und darum warten wir hier auf unseren Einsatz. Von euch baue ich jetzt Impressionen, wo ihr einfach, ich glaube ehrlich gesagt, kein Dunst, wie wir das da am besten machen, aber das wurscht. Spagat? Bei der Drohnenaufnahme jetzt kommt ihr her von da, ja, da müssen wir schauen, dass die Leute dann weg sind. Mhm. Er fliegt mit der Drohne mal da, ja, das machen wir auf jeden also Fall. Also wir kommen und ihr kommt, wie viele Leute seid ihr? Ja, hintereinander. Und geht's einfach und stellt sich da in Reihe und Glied auf und schaut dorthin. In die Ferne schon, ganz wichtig, die Kamera existiert nicht. Jetzt die Szene drehen und hin und her genau einmal vorne hin. Ja? Okay. Was sagst du, das ist jetzt? Läuft alles nach Plan, mehr oder weniger? Ja, wir sind sogar 2 Minuten früher mit der Szene dran als. Wahnsinn! Wir wiederholen die Szene bitte noch einmal. Jetzt haben wir eh gerade Glück gehabt, dass wir fertig geworden sind mit der Szene, weil es so zu gewittern hat. Ja. Thank you.
Alles klar, wir drehen jetzt die Szene. Also, wir sind da gerade ganz herum, drehen gerade drüben die Ritterkampfszene, also die Schwertszene. Und jetzt haben wir da gerade entdeckt, liegt da einfach mal ein Knochen. Da fühlt man sich richtig wohl. Immer weitermachen, weiter. Weiter, durchziehen. Durchziehen, gleich sind wir fertig. Ja, weiter. Ja, sehr natürlich. Ja, war super. Hast du gewonnen? Das war gerechtes Unentschieden, hätte ich gesagt. Super. Ich bin so berührt. Ich könnte heulen, sogar vor der Kamera. Oh, ich tue's nicht. Wie schön. Danke. Gell? Jetzt geht's gleich ans Pionier. Schaut gut aus, Tora. Wie war der Tag für dich bisher? Anstrengend. Schon, gell? Bei mir? Ja. Nicht mehr Zeit. Ich glaube, die ganze Zeit ist es schon 8 Uhr am Abend. Gerade, weil es ist 2 oder 3. Schau mal, Kamera. Dazu her. Hallo Rita, schau mal. Hutzni. Celeste, du bist in deinem Element. Was sagst du dazu? Bitte. Ich finde es cool, schön, dass er da die Feder dabei hat. So cool. Schau, best Design. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Die Köpfe drin sind. Wir können es so ablassen. Wir haben ja dann eh die Szene von uns. Das ist gut. Ja, setz du dich mal hin, bitte, Kevin. Ja. Sehr gut. Wir haben jetzt schon mal einen Dreh von den Flügeln. Jetzt wird man wieder umgebaut und dann geht es weiter mit den Szenen. Zurück auf Anfang. So, aufrichten.
Und umdrehen. Vernichtender Blick. Und Treppen runter. Sehr gut. Und in die Menge schauen. Kinn hoch. Kinn hoch. Ich bin unique. Sehr geil. Ich bin unique. Weiter. Immer weiter machen. Das Gleiche. Ich bin unique. Ich bin unique. Ich bin unique. Ich bin unique. So, Kamera läuft. Action. Celeste, go. Feder. Nichts machen, nur hin zum Papier. Cut. So bleiben. So bleiben. Martin over shoulder. Und Celeste macht die Unterschrift. Arbeit. Gute Arbeit, Freunde. Von dir, ja. Wow, hopp. Ja, mega zufrieden. Mega zufrieden und anscheinend ist das Publikum auch zufrieden. Das macht mich stolz. Nein, ich freue mich direkt. Und die Arme tun da schon weh. Auch du. Oh. Mal, wie war der Tag heute für dich? Der Tag war großartig, ich habe jeden Moment geliebt, das Wetter war fantastisch, sogar der Regen war toll. Die Darsteller haben alles mitgemacht, es stimmte alles. Kamera, Catering, Garderobe, alles auf den Punkt. Du es so großartig gemacht hast. Danke. Echt super Arbeit, Wahnsinn. Yay! Was sagst du, der Tag ist vorbei. Ich finde keine Worte. Wir haben, ich weiß nicht einmal, wie spät es ist, ich habe meine Uhr nicht oben, aber wir sind einfach früher als geplant fertig, weil wir so unter Zeitdruck standen. Wir haben die geilsten Szenen abgedreht mit den geilsten Leuten, mit dem geilsten Team. Ich kann es nicht glauben, ich bin sehr berührt, ich bin so unglaublich dankbar, wirklich. Ich könnte schon viel labern, aber ich schwöre, das Video zeigt genau das, was hier passiert ist und die Making-of. Sowieso. Richtig geil. Geil. Ich sag nochmal von Herzen Danke.